Wenn du als Russe einen Bewohner aus USA so richtig aus der Umlaufbahn werfen willst, dann am besten mit den Worten «Поехали!», was so viel heißt wie «Auf geht's!». Mit diesem simplen Sätzchen hat der legendäre Kosmonaut Juri Alexejewitsch Gagarin am 12. April 1961 beim ersten bemannten Flug ins Weltall sich von der Erdkugel verabschiedet. Hey! Damit hat der Gagarin dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten gezeigt, wie begrenzt deren Möglichkeiten sind. Hatten sie wohl kein gültiges Visum in deren Passport zur Ausreise aus dem blauen Planeten gehabt? Mein gültiges Visum ist glücklicherweise mein Chai. Ein Schlückchen davon und schon bin ich eine Rakete. Auf ins Weltall! Das Verhältnis der ehemaligen Sowjetunion und der Bürgergroßmacht war damals so herzlich und warm wie eine Fahrt auf dem Dach der Transsibirischen Eisenbahn in kurzen Hosen. Vor allem im Wettlauf darum, irgendwie, irgendwo und irgendwann über und all der Erste zu sein. Kein Wunder also, dass sich vor dem Start des Gagarins Pionierflug der Satz «Auf geht's!» für Juris Freunde aus dem Amiland frei übersetzt wohl eher wie «Edge Patch Cowboys» angehört haben muss. Gagarin ist für Russland sowas wie der Lucky Luke im Ostwestern, also der Super-Juri, sein Jolly Jumper der Vostok 1. Lucky Luke konnte seinen Colt immer schneller ziehen als sein eigener Schatten. Und Super-Juri konnte eben schneller ins Weltall als die Amis. So einfach ist das. Sie hörten ihn wohl nur mehr singen. Well, I'm a lonesome cowboy and a long way from home. My horse is my rocket and I feel so alone, so alone, so alone. Well, I'm a lonesome cowboy and a long way from home. Insgesamt war er 108 Minuten unterwegs, bevor er nach Hause kam. Hey, sein Ausflug dauerte nur 106 Minuten. Der Mann ist russischer Nationalheld. Willst du jetzt Barthaare spalten? Der Super-Juri war im All. Ob 108 oder 106 Minuten, egal. Er war dort und er hat die Erde umkreist. Aber es gab auch eine Schrecksekunde bei der Trennung der Kapsel vom Raumschiff, als er mit den Worten «Genossen, ich brenne!» plötzlich wie ein Boris Jelzin in Höchstform ins Trudeln kam. Glücklicherweise ging aber alles gut und Gagarin landete wieder sicher zu Hause auf der Erde. Paradox an seiner Lebensgeschichte ist aber, dass der liebe Juri dann ausgerechnet bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Und das nur mit 34 Jahren. Aber ein Mann wie Super Juri lebt ohnehin für immer weiter. Wer den USA einmal ans Bein pinkelt, der bleibt unsterblich. Apropos, ans Bein pinkeln. Ist vielleicht nicht ganz so ladylike, aber Laika konnte das bestimmt auch ganz gut. Laika ist sowas wie Lady Gagarin für Hunde und sowas wie der Inbegriff der Emanzipation. Denn die gute Laika war überhaupt das erste Lebewesen, das gezielt in die Umlaufbahn der Erde befördert wurde. Der sowjetische Hunderdame hat mit ihrer Mission Sputnik 2 Geschichte geschrieben. Immerhin waren es ihre Erfahrungen, die eine spätere Fahrt von Super Juri überhaupt erst möglich machten. So, genug. Ich glaube, ich sollte mich mal wieder erden und mache einen Abflug. Ob Laika, Gagarin oder mir, die Russen sind die Nummer 1 im Weltall. Wen interessiert schon eine Hollywood-Landung am Mond? Aber das sollen die anderen beurteilen. Ich mache lieber Musik. Hurra!